Hallo. Wahrscheinlich hast du recht. Die Gurus haben erkannt, dass sie einen üblen Erzdämonen anbeten. Sie halten ihren Schläfer jetzt plötzlich für einen Dämonen. Hört sich nach einer weiteren Verworrenheit der Bruderschaft an, aber sollten sie recht haben, könnten wir alle hier in der Kolonie in großer Gefahr sein. Ach. Das musst du sofort Saturas berichten. Er muss entscheiden, was zu tun ist. Wo finde ich Saturas? Begib dich zur obersten Ebene. Sage den Wachen dort, du hast meine Erlaubnis zum Passieren. Die Parole lautet Tetriandoch. Saturas findest du beim großen Pentagramm. Er gibt sich dort fast den ganzen Tag seinen Studien über die Sprengung des großen Erzhaufens hin. Okay. Danke. Tetriandoch. Tetriandoch. Na, ich gehe hier noch mal kurz bei Lee vorbei. Tetriandoch. Im Frühtau zu bilden. Erstmal abwarten. Komm, es wird ja auch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ah, jetzt. Immer wollte ich das Headset richten. Hallo. Hallo. Ich brauche eine bessere Rüstung. Die Rüstungen musst du dir erst ver... Ja, wissen wir doch. Bitte. Ich möchte die mittelschwere Rüstung haben. Diese Rüstung ist ein ordentliches Stück Arbeit. Sie wird deinen Körper gut schützen. Dankeschön. Gib mir die schwere. Du bist noch nicht ja, zu... Ja, okay. Ja. Okay. Aber ich habe zumindest schon nochmal die Dings. Seltene Rüstung. Das sieht doch schon mal viel besser aus. Tetriandoch. Bevor mir hier Fraps abkackt, dann doch lieber mehr speichern als sonst. Als ich es nicht doch schon so tue. Halt! Niemand darf ohne Parole passieren! Tetriandoch. Tetriandoch. Die Parole lautet Tetriandoch. Ah, das stimmt. Du kannst passieren. Dankeschön. Heiß. Tja, kommt davon. Ja. Wer bist du? Ich bin Nefarius, Magier vom Kreis des Wassers. Manche lernen eben gar nichts dazu. Aha. Na, mach ich später. Wo finde ich Saturas? Geh durch das große runde Tor. Dort wirst du ihn finden. Erstmal abwarten. Danke. Ach, das machen wir noch schnell. Oh, sie haben ja Wasser. Ach, lass mal das. Ein Pentagramm? Saturas! Sei gegrüßt. Ja. Ich habe wichtige Neuigkeiten aus dem Lager der Bruderschaft. Wenn dir Kronos die Erlaubnis gab, mich aufzusuchen, müssen es in der Tat wichtige Nachrichten sein. Was denkst du denn? Iberion ist tot. Er starb bei einer großen rituellen Anrufung des Schläfers. Iberion tot? Das sind schlechte Nachrichten, sehr schlechte Nachrichten. Wer hat die Führung der Bruderschaft übernommen? Dieser machtgierige, verschlagene Chor Kalom? Nein. Kalom hat der Bruderschaft den Rücken gekehrt. Er hat einige Templer mitgenommen. Niemand weiß, wohin sie aufgebrochen sind. Warum das? Doch, ich weiß es. Er war doch der zweite Mann nach Iberion. Gewisse Ereignisse haben die Gurus davon überzeugt, dass der Weg ihres Gottes der falsche ist. Er scheint ein Erzdämon zu sein, der nur Böses im Schilde führt.
Einer der Gurus hat mich unter dem Einfluss des Schläfers fast umgebracht, obwohl ich eben diesem Mann kurz zuvor das Leben gerettet hatte. Kor Kalom war der einzige Guru, der die wahre Natur der Höllenkreatur nicht sehen wollte und hat daher das Lager im Sumpf verlassen. Ich verstehe. Nun, das ist Glück im Unglück, denn Kor Angar ist ein guter Mann. Hart, aber ehrlich. Wenn jemand den Zerfall der Bruderschaft nach dieser spirituellen Katastrophe verhindern kann, ist er es. Yay. Ich habe diesen Almanach hier. Iberion hatte ihn benutzt, um den Fokus aufzuladen. Sehr gut. Wir benötigen das Wissen aus diesem Buch, um alle fünf der ursprünglichen Fokussteine aufzuladen. Ich werde den Almanach an mich nehmen. Das darfst du. Ich habe diesen Fokus hier. Du hältst einen der Schlüssel für die Zerstörung unserer aller Fesseln in Händen. Es handelt sich um einen der fünf Fokussteine, mit deren Hilfe die magische Barriere erschaffen wurde. Und mit der fokussierenden Kraft genau dieser Steine werden wir die Mauern aus Energie auch wieder niederreißen. Aber kostet das nicht unglaublich viel magische Energie? Richtig, doch wir haben über all die Jahre unermüdlich Erz gesammelt, anstatt es mit unseren Kerkermeistern gegen Annehmlichkeiten zu tauschen. Wie du sicher schon weißt, enthält jeder Erzbrocken etwas magische Energie. Mit Hilfe dieser Energie, die in unserem großen Erzhaufen schlummert, können wir die magische Barriere in Fetzen sprengen. Das hört sich gefährlich an. Die Explosion wird rein magischer Natur sein und wird ausschließlich alles magisch Veränderte innerhalb der Barriere zerstören. Für uns Menschen besteht keine Gefahr. Hier, das nimm den Fokus. Hoffentlich hilft er dem Plan mit dem Erzhaufen auch wirklich. Was machst du jetzt mit Fokus und Almanach? Nichts. Wir benötigen vorher die vier restlichen Fokussteine. Dummerweise befindet sich kein einziger dieser vier magischen Steine in unserem Besitz. Schämt euch. Ich bin bereit, diese vier Foki für euch zu suchen. Schließlich will ich auch hier irgendwann wieder raus. Ich muss dich warnen, die Suche wird gleichermaßen schwierig und gefährlich. Da die Spannungen mit dem alten Lager immer stärker werden, kann ich hier auch keinen der Söldner entbehren. Du wärest ganz auf dich alleine gestellt. Naja, na, danke schön. Das ist nun wirklich nichts Neues. Ich werde diese Dinger schon irgendwo auftreiben. Deine Zuversicht ehrt dich, aber du wirst einige Gegenstände benötigen. Nimm diese Karte hier. Sie ist alt, aber auf ihr sind die ursprünglichen Standorte der Fokussteine während der Erschaffung der Barriere verzeichnet. Darüber hinaus sollte diese Spruchrolle dir eine schnellere Reise zurück in unser Lager ermöglichen. Zu guter Letzt sprich mit Riordian. Er braut die Tränke für das Lager. Du findest ihn in seiner Hütte, hier auf der obersten Ebene. Cool. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Na, danke. Möge ich in einem Stück zurückkehren? Also. Speichern. Den werden wir jetzt nochmal fragen. Sei gegrüßt. Ich will ein Magier vom Kreis des Wassers werden. Nicht so schnell, mein Junge. Bevor wir einen jungen Mann in unsere Reihen aufnehmen, muss er etwas Großes vollbracht haben. Ja, danke schön. Er muss uns eine Zeit lang gedient haben. Wenn es dir wirklich ernst ist, solltest du zu unseren Söldnern gehen. Dort kannst du uns dienen. Und vielleicht kennst du eines Tages die Chance, etwas Großes zu vollbringen. Ja, ich bin gerade auf dem Weg. Bin ich bereit für den Kreis des Wassers? Ich sehe, du bist einer unserer Söldner geworden. Sehr gut, sehr gut. Alles Weitere wird sich mit der Zeit zeigen. Gut. Wir müssen Magier werden, weil wegen bestimmter
Mhm. Keine Sitterzauberei. Magisches Erz. Schlacht um Warand. Astronomie. Wahre Macht. Schlacht um Warand. Geheimnisse der Zauberei. Ja. Oh. Kann ich hier noch was lesen? So? Nein. Oh Mann. Ist ja nicht so, dass ich sie bestohlen. Mikro. Lass uns lieber über Wasser reden. Und du? Solange ich damit nichts zu tun habe. Nee, du bist es auch nicht. Hier. Boah, das leckt so sehr. Sei gegrüßt. Ich grüße dich. Satoras schickt mich. Ah, oh. Komm näher. Ich bin bereits informiert. Hier, nimm diese Tränke. Da ist von jedem was dabei. Nun geh und bring uns die Fokussteine. Diese Artefakte sind unsere einzige Hoffnung. Der Flurfunk? Also, der ist hier richtig gut. Ich grüße dich, Magier. Ich bin Riordian, der Alchemist. Du willst bestimmt einen Trank. Cool. Ich guck mir jetzt mal, was er mir alles so gegeben hat. Hier ist ja was dabei. Essenz der Geschicklichkeit. Trinke ich doch gleich. Der Schnelligkeit. Oh, Essenz der Stärke trinke ich auch gleich. Kannst du mir vielleicht noch welche geben? Ja. Zeig mir deine Ware. Aha. Okay. Geschwindigkeit. Kugelblitz. Okay, gut. Schade. Ich hätte gern mehr gehabt, aber... So. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Dann machen wir uns jetzt mal auf die Suche... Mana 0 von 17. Achso, den habe ich ja. Gequatscht wird viel. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Ja, das war wirklich klar. So. Wusch. Wir nähern uns. Ja. Eine Karte. Wo sind die Karten? Weiß ich nicht. Hier, die Fokuskarte. Ach nee. Also vom Sumpf, das haben wir dann dort unten. Was war ein? In der hier oben ist die alte Mine. Ach, das ist dort. Da unten und da. Ich glaube, ich werde... Ach, ich werde es in der nächsten Aufnahme sehen. Wo? Wie man dann weiter fortfahren. Erstmal schlafe ich jetzt noch ein bisschen. Bis zum nächsten Morgen und dann machen wir uns in der nächsten Folge auf die Suche der Fokusse. Und hoffentlich wieder mit einem voll einsatzbereiten Fraps. Bis dahin, tschüss!